Auch wenn wir schon Februar haben, möchte ich gern noch einmal auf das Jahr 2019 zurückblicken. Die liebe Jenny von Jennys Lesestoff hat nämlich, ich glaube 2018, den Jahresresümee-Text selbst kreiert und hat den dann 2019 logischerweise nochmal gemacht. Und ja, das ist einfach ein toller Tag. Es sind mal andere Fragen und deswegen dachte ich mir, mache ich den jetzt einfach noch im Februar, auch wenn der so ein bisschen vom, ja, von den Worten, ihr werdet es gleich merken, auf Silvester anspielt, was ja schon ein bisschen vorbei ist. Aber trotzdem möchte ich diesen Tag einfach gerne machen und ja, ich würde sagen, wir starten. Es sind nämlich insgesamt 12 Fragen. Als erste Frage haben wir Rakete, hoch hinaus und irgendwo landet der Stock. Welche neuen Länder oder Welten hast du buchtechnisch 2019 entdeckt? Und ja, ich glaube, ich war jetzt nicht so sonderlich in der Welt unterwegs mit Büchern. Aber eins, was mir auf jeden Fall eingefallen ist, ist Der Kindersammler von Sabine Tiessler oder auch Der Keller von Sabine Tiessler, die ich beide 2019 gelesen habe und die beide in der Toskana spielen. Das ist bei den Büchern von Sabine Tiessler eigentlich immer so. Also ich glaube, alle ihre Bücher spielen in der Toskana. Der Grund ist auch, dass die Autorin eine ganze Weile in der Toskana gelebt hat. Das hat sie zumindest bei einer Lesung gesagt. Und genau, ich habe hier dann sozusagen die Toskana ja, lesen dürfen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen bei diesem Buch, was ich auch inhaltlich nicht nur von der Toskana her, sondern auch so sehr mochte. Es geht hier, wie der Titel eigentlich sagt, um einen Kindersammler, der ja Jungen, also junge, ungefähr 9-, 10-jährige Jungs entführt. Und hier ist es so, dass eine Mutter 10 Jahre nachdem ihr Kind im Toskana-Urlaub verschwunden ist, dorthin wieder zurückkehrt. Sie kauft dort ein Haus und lebt dort und möchte eben herausfinden, jetzt 10 Jahre später, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und sehr spannend, sehr grausam, was dahinter steckt. Und das alles in dieser schönen Landschaft der Toskana hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Als zweites Buch für diese Frage, also ich konnte mich einfach nicht entscheiden, habe fast immer 2 Bücher ausgesucht, habe ich mir gedacht, Die Frauen vom Löwenhof. Dieses Buch spielt in Schweden. Ich war jetzt buchtechnisch schon öfter mal in Schweden, also es war jetzt keine komplett neue Welt, aber es war auch eine Vergangenheit in Schweden. Also wir haben wirklich hier einen historischen Roman und das fand ich einfach nur super schön. Ich habe mich da wirklich wohl gefühlt, es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen und ja, war in diesem Jahr eben sozusagen ein neues Jahr. Ansonsten habe ich mich, glaube ich, buchtechnisch hauptsächlich in Deutschland oder auch ja, England oder Amerika aufgehalten. Das sind einfach so die klassischen Settings sozusagen. Das sind auch die meisten Autoren, muss ich sagen, die ich einfach lese, aber ja, macht ja trotzdem immer wieder Spaß. Und natürlich ist es auch schön, andere Länder zu entdecken, aber hauptsächlich geht es ja auch irgendwo um die Story und nicht nur das Setting. Zweite Frage ist Sekt. Welches war das prickelndste Buch des Jahres? Was, ich glaube, so ein bisschen auf Liebesromane angedacht ist, diese Frage, was super schwierig ist bei mir, weil ich jetzt nicht sonderlich viele davon lese. Aber im, ich weiß es gar nicht, Juni, Juli irgendwann war die NetGalley Deutschland Challenge. Das heißt, ich habe von NetGalley mehrere Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt bekommen und da waren auch wirklich viele Liebesromane dabei. Und einer davon war zum Beispiel Glück ist meine Lieblingsfarbe. Das war halt wirklich ein sehr Wohlfühl-Liebesbuch. Ja, es war schon prickelnd und vor allen Dingen mochte ich den Charakter darin super gerne. Also dieser Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber ja, mochte ich sehr gerne, hat auch so vom Charakter her war das wirklich so ein, ja, ein toller Mann, würde ich mal sagen. Deswegen passt das Buch ganz gut. Und dann, was auch wirklich prickelnd war, war Crystal Lake, Diagnose Liebe von Annabel Nolan. Und das war so ein ganz, ganz kurzes Buch, was nur so eine, wie so eine Serienfolge sein soll. Also es ist so ein bisschen wie Grey's Anatomy, das spielt in einem Krankenhaus in den Bergen. Und dann kommt da einer, der ist, glaube ich, vom Snowboarden gestürzt und kommt dann dahin und die Ärztin verliebt sich dann in den und solche Sachen. Und ich glaube, mittlerweile gibt es sogar 6 Folgen davon. Also ich habe dann nie weitergelesen. Ich fand es nicht schlecht, aber ja, Liebesromane sind halt jetzt nicht das, was ich ständig lesen möchte. Frage Nummer 3 ist Raketenzündschnur. Welches Buch hat ruhig begonnen, um am Ende zu explodieren? Und dieses Buch habe ich vor kurzem erst verschickt und weitergegeben. Und zwar ist es, jetzt habe ich es vergessen.
Du stirbst nicht allein von Tammy Cohen. Hier geht es darum, dass ein junges Mädchen ermordet wird und auf ihrem Bein wird das Wort Sorry gefunden. Und dann stirbt kurze Zeit später oder ein paar Jahre später ein Mädchen auf dieselbe Art und Weise und das passiert öfter. Und die Familien, die ja, setzen sich sozusagen zusammen oder treffen sich zusammen und bilden so ein, wie so eine Trauergruppe und unterstützen sich. Und jetzt ist es in dem Buch so, dass wieder ein Mädchen auftaucht, was gestorben ist, scheinbar auf dieselbe Art, weil wieder dieses Sorry auf ihrem Bein stand. Und es kommt jetzt eben eine neue Familie in diese Trauergruppe und sie versuchen damit umzugehen. Und es ist wirklich ein Buch, das war sehr langweilig am Anfang. Also wir lesen sehr viel, eben wie sie trauern, was man natürlich verstehen kann, aber es war immer dasselbe und es war halt dasselbe aus unterschiedlichen Perspektiven, also irgendwann war es einfach nicht mehr interessant und auf den letzten 50 Seiten kam wirklich dann so ein Hammer um die Ecke, man wusste, was passiert ist, es kam die komplette Aufklärung und es war so, so spannend und ich dachte mir nur so, warum hat die Autorin das nicht 350 Seiten vorher schon gemacht, also weiß auch nicht, aber ja, es ist sozusagen am Ende explodiert, aber das Ende hat es dann leider doch nicht komplett rausgerissen. Frage Nummer 4, Bleigießen. Bei welchem Buch hast du mit dem Ende in dieser Form nicht gerechnet? Da habe ich mir zum einen rausgesucht, Der Junge von Alex Dahl. Da geht es um einen Jungen, der in einer Kleinstadt auftaucht beim Schwimmunterricht und er wird nicht abgeholt. Und daraufhin nimmt eine junge Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ihn mit nach Hause, beziehungsweise möchte ihn zu sich nach Hause bringen, da ist aber keiner und sie nimmt ihn mit und merkt dann, dass der Junge ihr in irgendeiner Weise bekannt vorkommt und dann ist es so, dass eine Leiche auftaucht in dieser Stadt und der Junge behauptet, es wäre seine Mutter und dann spinnt sich eben eine ganze Geschichte darum, wo kommt der Junge her, warum hat die Frau das Gefühl, er kommt ihr bekannt vor und ja, wer ist dieser Junge überhaupt? Und am Ende ist es so, dass etwas passiert, was mich wirklich zum Weinen gebracht hat. Und das kommt eigentlich nie vor in Büchern, also ich weine wirklich nicht in Büchern. Es ist nicht so, dass ich kein emotionaler Mensch bin, bei Filmen, da bin ich gefühlt nur am Heulen. Aber bei Büchern ist das irgendwie nicht so, also ja, ich kann mir das bildlich wahrscheinlich nicht so vorstellen. Und ja, deswegen kann das für mich nicht so emotional sein. Aber bei diesem Buch war es wirklich der Fall und deswegen hat mich dieses Ende sehr überrascht. Und dann habe ich mir noch zwei andere Bücher rausgesucht für die Frage, und zwar Kalte Wasser von Melanie Golding und Lieblingskind von CJ Tudor. Und diese beiden Bücher entwickeln sich beide in eine Richtung, die ich nicht erwartet habe und die ich auch nicht sonderlich mochte. Also es ist einfach nicht so meins. Ich bin mit einem anderer Erwartung sozusagen da rangegangen und ich kann euch jetzt nicht sagen, was oder in welche Richtung sich das entwickelt. Ich würde euch spoilern, aber es sind auf jeden Fall beides Bücher, die sich in eine Richtung entwickeln, die mir nicht so zugesagt hat und deswegen passen die ganz gut für diese Fragen. Frage Nummer 5 ist Tischknaller. Welche Charaktere sind durch die Decke geschossen? Da habe ich zum einen Ada aus Solange sie tanzen und ach, es war so schön. Das ist eine alte Omi, die sitzt immer an ihrem Fenster und beobachtet die Leute mit ihrem Fernglas. Und trifft oder sieht dann im Nachbarhaus ein junges Pärchen, was abends immer tanzt. Und das erinnert sie so ein bisschen an ihre eigene Vergangenheit, weil sie mit ihrem Mann super gern getanzt hat. Und man erfährt dann so ihre Geschichte aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart, wo sie dann so ein bisschen anfängt, alle möglichen Sachen zu vergessen und an Demenz zu leiden. Und ja, sie war einfach eine super herzerwärmende Oma und ja, war einfach nur schön. Dann habe ich bei Die Reinheit des Todes Tassilo, das ist ein ja, Serienkiller, der nicht so richtig gefasst wurde, weil ja, man es ihm einfach nicht nachweisen konnte. Und der ist einfach super sympathisch. Also, keine Ahnung, es ist ein bisschen makaber, wenn man sagt, man findet einen Serienkiller sympathisch, aber Vincent Leach hat es ja auf jeden Fall geschafft, dass Tassilo mir sympathisch ist. Und ja, ich mochte den Charakter sehr, sehr gerne und freue mich, dass ich oder ja, sollte wirklich mal weiterlesen. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich, dass ich weitergelesen habe, aber nein, habe ich nicht. Ich sollte die Reihe auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Und als letzten Charakter, der durch die Decke geschossen ist, habe ich einen, der das nicht im positiven Sinne gemacht hat, nämlich Nick aus Gone Girl. Ich habe in meinem Jahresflops extrem über dieses Buch geschimpft und ich habe wahrscheinlich schon öfter in mehreren Texts über dieses Buch geschimpft und vor allen Dingen über Nick, weil er sich am Ende dieses Buches einfach verhält, wie es kein normaler Mensch tun sollte. Und ich hätte ihm am liebsten eine geklatscht und hätte ihm am liebsten gesagt, Junge, ist dir eigentlich klar, was da gerade alles passiert ist und was du da gerade vorhast zu tun?
Deswegen, ja, auf jeden Fall Nick von Gone Girl. Und ich kriege dieses Buch auch einfach nicht los. Ah, ich habe es schon aussortiert und kein Mensch möchte es haben. Vielleicht auch, weil ich einfach so negativ darüber rede. Aber naja. Bei welcher Frage sind wir? Wir sind bei Frage Nummer 6 und das sind Wunderkerzen. Welches Buch fängt funkensprühend an und ist dann leider unspektakulär verglüht? Da ist zum einen 21 Dunkle Begleiter von Wulf Dorn. Es hat super spannend angefangen. Es war super interessant, auch das zu lesen. Hier geht es um Nika, die 21 Minuten lang tot war, weil sie in einem Club scheinbar K.O.-Tropfen bekommen hat. Und sie hat während dieser Zeit, als sie tot war, sich sozusagen auf der anderen Seite befunden und hat dort ihre beste Freundin gesehen. Und nun ist es so, dass sie eben jetzt wieder da ist und ihre beste Freundin ist aber verschwunden in der richtigen Welt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist sie? Weiß Nika irgendwas? Und so weiter. Und es hat wirklich super angefangen, aber ja, also ich habe es zusammen mit ganz, ganz tollen drei Frauen gelesen und wir fanden es alle gleich doof am Ende. Es ging dann einfach wirklich steil bergab und ja, war ein bisschen schade, aber ja, manchmal ist das eben so. Genauso wie bei Kassadim. Ich bin ja eine Person, die dieses Buch nicht so gehypt hat wie alle anderen. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand, es hat super angefangen. Die Idee ist cool. Also es sind halt, es sind sechs Geschwister, sechs, sieben, sechs Geschwister, die sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Jeder behauptet, sie sind irgendwie keine Geschwister und so. Und irgendwann kommt es so, dass sie in eine andere Welt geführt werden, nach Kassadin, wo sie sozusagen herkommen. Und ich möchte gar nicht so viel sagen. Es geht hauptsächlich um Maya, die, ja, aus deren Sicht wir das lesen, sie ist ein 16-jähriges Mädchen und ja, trifft dort auf den heißesten Typen auf dem Planeten, auf Noir, und der ist ja so toll und sie hat ja nur ihre Liebesbrille auf und das war das, was bei mir dann so runterging, weil sie nur ihre rosa-rote Brille auf hatte. Alles dreht sich darum, alles dreht sich irgendwie um das Aussehen von dem Typen. Es war kitschig, es war ja so richtig teeny-mäßig kitschig und ja, war irgendwie nicht meins. Und dann habe ich sogar noch ein Buch für diese Frage und zwar war das dann auch ein Buch von Wulf Dorn, Phobia. Hat super spannend angefangen. Es geht hier um eine junge Frau, wie heißt sie? Sarah? Genau. Und Sarah hört, wie ihr Mann nach Hause kommt, mitten in der Nacht. Und er ist eigentlich auf Geschäftsreise und sie wundert sich, warum er jetzt hier ist. Und ja, geht dann zu ihm in die Küche und stellt fest, es ist nicht ihr Mann. Aber er hat den Anzug von ihrem Mann, er hat das Auto von ihrem Mann, den Autoschlüssel, die Koffer, eigentlich alles, aber sie weiß, es ist nicht ihr Mann. Und ja, sie kann jetzt aber nicht so richtig was sagen, weil ihr Sohn halt noch im Nachbarzimmer liegt und schläft. Und sie versucht sich dann so ein bisschen, ja, natürlich mit ihrem Sohn irgendwie in Sicherheit zu wiegen oder zu bringen. Und dann hilft ihr ein alter Freund von ihr so ein bisschen. Aber ja, so richtig wird irgendwie nicht, ich weiß nicht, also nicht so richtig aufgeklärt und nicht so richtig darauf eingegangen, wer ist denn dieser Mann und so. Und das fand ich dann irgendwie doof, weil es hat so gut angefangen und so spannend angefangen. Aber so richtig aufgelöst wurde das Ganze für mich dann irgendwie nicht. Und genau, deswegen passt es zu dieser Frage. Frage Nummer 7. Gemütlicher Abend. In welchem Buch hast du dich in diesem Jahr, also 2019, rundum wohlgefühlt? Zum einen, ja, natürlich bei einem Buch meines Lieblingsautoren. Ich brauche da, glaube ich, nicht drüber zu reden. Der Totschläger. Es klingt auch ein bisschen merkwürdig zu sagen, ich habe mich bei einem Thriller wirklich wohlgefühlt, aber es ist einfach so, ich liebe Thriller, ich liebe die Bücher von Chris Carter und ja, da habe ich mich auf jeden Fall wohlgefühlt. Dann auch bei den Büchern von Andreas Gruber, stellvertretend hier Racheherbst. Ich habe jetzt einfach eins seiner Bücher, was ich 2019 gelesen habe, aus dem Regal gezogen und das war jetzt dieses hier. Und hier mochte ich auch die Charaktere sehr, sehr gerne, die Geschichte an sich sehr gerne und ja, deswegen habe ich mich auch hier sehr wohl gefühlt. Und was ich auch schon genannt habe, das Buch Solange sie tanzen, war auch einfach ein rundum sehr, sehr schönes, herzerwärmendes Buch und deswegen habe ich mich auch da sehr, sehr wohl gefühlt. Frage Nummer 8 ist Raclette mit Freunden. Wen hast du dieses Jahr auf BookTube entdeckt oder kennengelernt? Das ist ziemlich schwierig, weil ich gar nicht weiß, wen ich dieses Jahr alles wirklich erst, also letztes Jahr 2019 erst kennengelernt habe oder entdeckt habe. Als Beispiel natürlich Jenny von Jennys Lesestoff. Ich weiß nicht, ob ich sie schon länger schaue als letztes Jahr, aber sie habe ich auf jeden Fall 2019 persönlich kennengelernt. Genauso wie die Book Friends Forever, die habe ich auch persönlich kennengelernt.
worüber ich mich riesig gefreut habe. Wir haben uns in Köln zu einem Booktuber-Treffen getroffen. Da war ebenfalls Ruth von Zwischentausend Zeilen dabei. Ich weiß nicht, ob ich euch schon länger schaue auf YouTube oder nicht. Also ich kann das gar nicht so definieren, aber ich habe mich unheimlich gefreut, dass ich sie persönlich kennengelernt habe. Ich liebe ihre Videos von allen, auch natürlich allen, die ich jetzt nicht nennen kann. Es ist so schwierig, weil man hat natürlich auch Angst, irgendwen zu vergessen. Aber ja, wen ich auf jeden Fall in diesem Jahr erst komplett neu entdeckt habe, ist Sibi von Coyote Diaries. Die war ebenfalls bei diesem Booktuber-Treffen dabei und da kannte ich ihren Kanal noch gar nicht. Und da habe ich sozusagen sie zuerst kennengelernt und dann ihren Kanal. Genau, aber sonst, ja, es gibt so viele Leute, die ich jetzt nennen könnte, die ich kennengelernt habe. Auch zum Beispiel Steffi von Seitengeist, die habe ich auf der Leipziger Buchmesse getroffen. Das erste Mal, glaube ich. Ja, alle. Es ist so schwierig, jetzt Leute zu nennen, weil es gibt so, so viele, die hier auf YouTube sind, die ich persönlich kennengelernt habe. Auch zum Beispiel die beiden vom Buchschnack, die habe ich auch auf der Leipziger Buchmesse, glaube ich, das erste Mal getroffen. Und ja, es gibt einfach viel zu viele Leute. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir so eine tolle Community sind und vor allen Dingen, dass wir uns auch persönlich mal treffen. Ob das jetzt auf der Buchmesse ist oder bei einem extra Booktuber bzw. Bücherfreunde-Treffen. Es ist einfach nur schön und ich freue mich auf jeden Fall, ein großer Teil oder ein kleiner Teil dieser großen Community zu sein. So wollte ich das sagen. Nummer 9 ist Glücksbringer. Welche Neuentdeckung hast du in diesem Jahr im Bereich Genre, Autor oder Verlag gemacht? Bei Verlag kann ich dazu ehrlich gesagt nichts sagen, weil ich achte jetzt nicht sonderlich darauf, auf den Verlag. Von daher, ja, keine Ahnung. Autor ist es auf jeden Fall Wulf Dorn. Zumindest habe ich in diesem Jahr von ihm 5 Bücher gelesen. Eins, Dunkler Wahn, Kalte Stille, Trigger, 21, Phobia. Ja, es müssten 5 Bücher von ihm gewesen sein, die ich in diesem Jahr, also 2019, gelesen habe. Und ja, dafür war er auf jeden Fall der Autor, den ich neu entdeckt habe und mit gewissen Büchern auch extrem geliebt habe. Und dann habe ich, ja, so genremäßig, weiß ich nicht, ich habe schon immer, also Thriller sind nichts Neues, Krimis sind nichts Neues, Fantasy und Dystopien habe ich in diesem Jahr schon einige gelesen, würde ich jetzt aber auch nicht so als neu bezeichnen. Liebesromane habe ich auch ab und zu mal eingelesen. Also ja, ich bewege mich schon immer mal auch aus meinem Thriller-Bereich raus und lese andere Genre, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich etwas spezifisch neu entdeckt habe. Ja, Frage Nummer 10 ist Feuerwerk. Welches waren die Highlights des Jahres? Da würde ich euch einfach auf mein Highlight-Video verweisen. Das werde ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Da stelle ich euch alle Bücher ausführlich vor. Aber als kleiner Teaser, falls ihr das noch nicht gesehen habt, oder einfach jetzt kurz: Zum einen Dunkler Wahn, absolutes Lese- und Lebenshighlight. Dann Kalte Stille von Wulf Dorn. Jetzt stürzen meine Bücher ab. Heimweh von Marc Rabe stand ebenfalls auf meiner Highlight-Liste und ebenso Todesfrist von Andreas Gruber. Ja, wie gesagt, schaut gerne bei meinem Highlight-Video vorbei, da spreche ich auf jeden Fall ausführlicher über die Bücher. Frage Nummer 11 ist Happy New Year. Welche Vorhaben sind fürs neue Jahr geplant? Ja, das neue Jahr hat schon gestartet, wie gesagt, wir haben schon Februar. Aber so richtig was vorgenommen habe ich mir jetzt eigentlich nicht. Also, ich habe meine 12 Books in 12 Months Liste. Ich habe eine No Krimi and Thriller Liste, wodurch ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone eigentlich rauskommen möchte. Wobei ich sagen muss, ich habe auch im letzten Jahr wirklich einiges an Büchern gelesen, die eben keine Thriller oder Krimis waren. Von daher ist es ja jetzt auch nichts Neues. Ich habe es nur als neue Challenge betitelt. Genau. Und ansonsten habe ich mir eigentlich vorgenommen, 70 Bücher zu lesen. Letztes Jahr hatte ich 83. Ich setze mein Ziel immer unter das des Vorjahren, einfach weil ich dann ein Gefühl habe oder besseres Gefühl habe, wenn ich es geschafft habe. Genau, ansonsten habe ich mir jetzt nichts explizit vorgenommen. Natürlich habe ich noch meine Der Sub soll weg Challenge, also sozusagen die Rache des Subs, wo ich einfach jeden Monat schauen möchte, welche Bücher stehen schon ein Jahr hier, um wirklich auch zu gucken, dass ich die wirklich weglese. Und ansonsten das große Ziel, was ich eigentlich für mein Leben irgendwann mal habe, ist, meinen Sub komplett abzubauen, also dass ich wirklich überhaupt keinen Sub mehr habe und dann in die Bücherei zu gehen und mir Bücher auszuleihen und zu lesen, um Reihen zu vervollständigen, beziehungsweise ja,
vollständig zu lesen. Das ist so mein größtes Ziel. Mal schauen, wann ich das jemals schaffen werde. Mein Sub liegt aktuell bei 38, also es ist jetzt nicht sonderlich hoch, aber natürlich ziehen immer wieder neue Bücher ein. Und deswegen werden wir mal sehen. Als letzte Frage haben wir jetzt gute Vorsätze. Welche Bücher sollen im nächsten Jahr, 2020, auf jeden Fall vom Sub befreit werden? Ja, wie ich gerade gesagt habe, am liebsten natürlich alle, die zum einen 2019 eingezogen sind, natürlich alle, die überhaupt bei mir auf dem Sub stehen. Aber es gibt jetzt drei Bücher, die ich mir ausgesucht habe, die auf jeden Fall dieses Jahr gelesen werden sollen. Zum einen natürlich ein neues Buch von meinem Lieblingsautor, von Chris Carter, beziehungsweise neu im Sinne für mich neu, weil ich es eben noch nicht gelesen habe. Dann ein Buch Todesurteil von Andreas Gruber. Einfach generell sollte ich diese Reihe endlich mal lesen, weil ich es immer noch nicht getan habe, weil ich einfach Angst davor habe, dass ich keine Bücher von Andreas Gruber mehr habe, weil ich weiß, dass ich diese Reihe lieben werde. Auf der einen Seite klingt das total bescheuert, aber ich glaube, der ein oder andere von euch kann das schon nachvollziehen, warum man Bücher, wo man weiß, dass man sie lieben wird, doch eher vor sich her schiebt, damit sie eben nicht vorbei sind. Und dann natürlich, was unbedingt dieses Jahr gelesen werden soll und übelst schwer ist, Harry Potter und The Goblet of Fire, also der vierte illustrierte Band von Harry Potter. Ich habe die anderen drei Bände schon gelesen. Es wird endlich mal Zeit, weiterzumachen und vor allen Dingen möchte ich diese illustrierte Ausgabe genießen und ja, man weiß ja nie, wann die nächste Ausgabe rauskommt. Vielleicht erscheint dieses Jahr schon die nächste Ausgabe in der illustrierten Variante und dann möchte ich die natürlich auch haben und dann wäre es natürlich schön, wenn ich diese bereits gelesen habe. Aber genau, das sind sozusagen drei Bücher, die dieses Jahr unbedingt vom Sub befreit werden möchten, aber natürlich auch alle anderen, die hier stehen. Also am liebsten würde ich alle Bücher, die ich hier habe, dieses Jahr vom Sub befreien, aber wir werden sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, welche Bücher neu bei mir einziehen, welche ich lesen werde. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann wirklich so ist, dass ich keinen Sub mehr habe. Mal sehen. Ja, ich möchte jetzt keinen explizit taggen, weil wir, wie gesagt, schon Februar haben. Falls ihr aber trotzdem Lust habt, nochmal auf euer Jahr 2019 zurückzublicken, dann macht diesen Tag super gerne. Ich glaube, Jenny würde sich auch sehr freuen, wenn ihr Tag ein bisschen verbreitet wird. Wenn nicht, merkt euch den einfach für Ende 2020. Genau, ansonsten schreibt mir gerne alles, was euch da einfällt zu den Büchern, die ich euch gezeigt habe, unten in die Kommentare oder wie würdet ihr diese Fragen beantworten. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns in den Kommentaren austauschen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao!